Moin aus Hamburg. Das habe ich schon mal gelernt als Bayer schon vor längerem. Und es ist Informationsday. Ich nutze das Schild und wandere mit der Kamera zu einem exponierten Platz und noch exponierteren Gästen. Kann man das sagen? Hallo! Hallo. Hallo, hallo. Jenny und Lukas vom Camping-App.eu. Hallo. Hallo, genau. Camping-App.eu. Ja. Genau. Ja, wenn wir, ich bin ja manchmal ein bisschen der Kasperle, aber wenn Informationen, dann ordentlich. Wir haben uns von der Messe die Genehmigung geholt, hier über der Messe schweben zu dürfen und wir können hier ein bisschen in Ruhe quatschen. Und was sehen wir? Oh Wunder, keine Formel-1-Autos, keine Heißluftballons, keine Eins schon, eins. Sieht fast nach Camping Gemüsereiben. aus, oder? Sieht fast nach Camping aus. Stimmt, Vanessa hat einen richtig dicken Ballon und VW zieht fast mit. Ja. Ja. So, jetzt wird's ernst. Wobei ernst ist nicht ganz so mein Thema. Aber wir wollten die Ruhe genießen. Da drin ist übrigens das Vans and Friends Wohnzimmer. Da heißen wir euch herzlich willkommen. Wir Immer, alle, ja. für alle. Das seid ihr auch mit eurem Stand. Sind wir, Ja. genau. Aber ein bisschen lauter und muckiger, haben wir gesagt, wir fangen hier mal an, über Camping-App zu sprechen und Karawanien zu sprechen. Genau, ja. Da gibt es Neuigkeiten, die ihr nur teilweise wisst. Ich hatte gerade mit Sandra Knaus, der Chefin von Knaus Campingparks, das Vergnügen. Wir haben jetzt dann gleich noch einen Termin. Wir haben jetzt eine Timeline. Cool. Jo. Musst du uns noch verraten, ne? Ja, weil ihr seid ja Mitinitiatoren, beziehungsweise eure App führt ja zum gemeinsamen Erfolg. Wir drücken uns alle gegenseitig die Auf Daumen. jeden Fall, genau. Aber Wir haben ja eine Partnerschaft ausgerufen, in Anführungszeichen, weil das ein Community-Projekt ist. Karawanien-App, guckt da mal rein, falls ihr noch nicht dabei seid, ihr könnt euch registrieren. Wir haben einen erfolgreichen Start in Hünfeld gehabt, um das Ganze mal zu testen. Und ab 6. oder 7. März geht es dann los. Alle 2 Tage wird ein Platz in Deutschland aufgeschaltet, eingeschaltet, online verfügbar gemacht und natürlich in Real, wie man heute sagt, verfügbar Sehr gemacht. cool, ja. Und dann wird man das alles auf Karawanen dank eurer Hilfe finden können. Dann sieht auch die App mal ein bisschen besser aus. Mit bisher nur einem Platz Das ist das fühlt ja ein sich. Bisschen spärlich noch, aber sehr spannend auf jeden Fall. Ja, wir arbeiten noch ein bisschen an der App technisch. Da sind wir schon dran, noch ein paar weitere Features einzuführen und Benachrichtigungen und so weiter. Das, was wir zum Start einfach vom Start gelernt haben. Da gab es ja viel, viel Feedback. Vielen Dank dafür auch. Und ja, wir sind jetzt dabei, zwischen den Messen, die wir so haben, auch ein bisschen zu arbeiten und diese Dinge einzubauen. Ein bisschen zu arbeiten ist gut bei euch. Ich sehe euch nur am Handy oder am Notebook. Ihr macht es quasi auch rund um die Uhr mit sehr viel Leidenschaft. Vor allem für eure App, ganz klar. Ja klar, wir haben ja auch kein Team. Also wir sind das Team und wir können uns das gar nicht leisten, irgendwie gar nichts zu machen. Ja. Also müssen wir immer, wenn irgendwie Leerlauf ist, ne, haha, müssen wir irgendwie was abarbeiten. Und natürlich auch, es ist immer sehr inspirierend auf diesen Messen natürlich. Wir unterhalten uns viel ja immer auch noch, Tobi, aber wir reden ja auch mit vielen Leuten, die vorbeikommen und Ja. es kommt so viel Neues und Ideen und so, dass sich dann irgendwie zu notieren, weil am Ende nach der Messe kann man sich an das nicht mehr erinnern. Dann denkt Nee. man, oh, da war doch diese tolle Idee, weißt du noch, was es war? Nö. Du musst gleich, Verwurschteln, sagt genau, der Bayer, verarbeiten. Kennst du ja auch, ne? Ja, du wartest ja auch nicht klar. ewig, bis du deine Videos dann Ja. fertig machst und so. Wir Also sind eigentlich Netzwerker und nutzen dann den Input, um mit ja. umzusetzen, was sind die Bedürfnisse der Menschen, bei euch natürlich ganz wichtig. In der Verlängerung jetzt immer miteinander genannt, Karawanen dazu. Wir Ja. sind, wie gesagt, keine Mitbewerber. Wir wollen alle Community ausrufen, dass das mal ein bisschen wieder zu dem Camping zurückführt, was wir alle früher gemacht haben. Es ist so ein bisschen meines Gefühls nach, oder meiner Meinung nach, abgedriftet in Klassifizierungen teilweise. Gerade in Oh Deutschland ja. merke ich das. Wir haben teilweise 6 oder 7 Klassen auf dem Campingplatz Ja. stehen, vom Dachzelt bis zum Liner. Und wir wollen es alle miteinander wieder uns schön machen. Ja, das Ja. fanden wir ja auch so attraktiv, da uns mit einzubringen, das Projekt, weil wir ja von Anfang an gesagt haben, unsere App soll eben für alle Camper sein. Und weil wir das nämlich genauso sehen, wir machen alle das Gleiche, wir campen und wir wollen eine schöne Zeit haben. Und was man da jetzt fährt und warum und wie, das ist ja eigentlich nicht wichtig. Ne? Vollkommen egal. Ja, und deshalb ist das schon cool. Und wir hören das ja auch immer wieder. Deshalb glaube ich auch, dass Karawanien da groß wachsen wird, jetzt, wenn noch mehr Plätze dazukommen, weil Hünfeld ist natürlich schon nur Ja, ein Platz, ganz speziell klar. auch. Und Ne? es war Winter, es war grau, es war nass, es war Genau, kalt. ja, wir kommen Camping ja aus geht der jetzt Ecke. wieder voll Das, los, ja. genau. Ja, Aber voll dass auf jeden Fall durchschaut. Leute wirklich Lust haben, auch andere Menschen zu treffen. Mit diesem ganzen Ja. Social Media Kram halt dann wirklich wieder offline, ganz normal zusammen mal ein Bierchen zu trinken, Grill anzuwerfen oder so. Ich glaube, das wird super. Ja, auf jeden Ja. Fall. Jetzt bist du wirklich mit der App-Entwicklung sehr tief vertraut und betraut.
Das ist natürlich so, normalerweise testen wir so eine App, wenn du für andere was an den Start bringst oder für euch mit uns auch, zigtausend Usern. Wir hatten die Möglichkeit mit 20, glaube ich, zum Start. Ja, maximal. Also wir haben ja gestartet mit ein paar Leuten. Ja. Das ist ja auch, es geht ja in beide Richtungen. Wir testen immer für unsere App mit ungefähr mit maximal 10% von unseren Nutzern, manchmal mit 5. Das sind dann irgendwo 20.000 bis 30.000 Leute. Und wenn da was schief geht, dann kriegt man das schnell mit. Ja, 30.000 Leute. Und natürlich hat man dann auch 30, wenn etwas schief geht, 30.000 Leute genervt. Das ist auch unschön, aber das ist ja nicht so viel im Kontext, wie viele Nutzer wir insgesamt haben. Aber die Schwierigkeit natürlich mit einer kleinen Nutzergruppe ist, dass dass da nicht so schnell Feedback kommt, dass es kommt ja immer nicht von allen Feedback. Und das heißt, es dauert einfach länger. Dafür nervt man nicht so viele Leute mit Fehlern. Naja, das ist auch schön. Und Fehler gibt es immer. Es gibt einfach keine App, die keine Fehler hat, speziell am Anfang. Richtig, ganz klar. Wir haben es auch extra als Community-Projekt ausgerufen. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, das ist was, was man miteinander aufbauen kann. Jeder trägt ein bisschen was bei. Dafür ist es auch kostenlos. Ja. Caravanien. Ja. Bei euch funktioniert es ja ähnlich. Man kann dann die Pro-Version auch kaufen. Ja. Und ich finde es schön, dass dann der Input gekommen ist. Wir werden nie fehlerfrei sein. Kein Mensch ist es, keine Software, niemand. Ja. Aber wenn ihr da was habt, ich weiß, wie schnell du reagierst. Das war der Wahnsinn. Ich hatte schon schlechtes Gewissen an Weihnachten, wie ich genervt habe. Entschuldige mich, vor der Kamera, hinter der Kamera mal dafür. Aber nur so kann was wachsen. Und ja, wir brauchten die 2-3 Monate, um jetzt uns einzugrooven. Und jetzt können wir an den Start gehen. Ich habe schon gewitzelt. Der Lukas hat statt einem Adventskalender jeden Tag eine Voicemail von Camper-Tobi bekommen. Aber immer mit schlechtem Gewissen. Und schönen Weihnachten und danke. Nein, ist ja alles gut. Ja, aber gut, direktes Feedback ist super, weil konkretes Feedback ist auch schön und konstruktives. Dann kann man sich hinsetzen und es ist einfach, meistens sind es ja Kleinigkeiten. Ja, eben. Die App ist ja schon lange erprobt, die basiert ja auf unserer App. Das heißt, da funktioniert alles. Wir haben natürlich neue Funktionen da drin, die ganzen Community-Funktionen. Aber meistens sind es wirklich Kleinigkeiten, die man, wenn man keine lange Testphase hat, einfach auch mal übersieht. Das ist einfach ganz normal. Und dafür hatten wir ja eine Testphase, das war ja schön. Und man muss ja dazu sagen, natürlich immer, wenn man was relativ Innovatives macht, was jetzt noch nicht so etabliert ist am Markt, dann hat man ja auch die Situation, dass erstmal die Nutzer auch klarkommen müssen, was geht da überhaupt. Ja. Und dann sprudeln natürlich auch so die Ideen. Genau. Und manche Ideen lassen sich halt relativ schnell umsetzen und andere sind halt super komplex. Und manche sind auch so natürlich, dass wir da selber auch schon drüber nachgedacht haben, aber aus guten Gründen es vielleicht nicht so gemacht haben. Mhm. Und dann muss man in den Dialog treten. Das ist natürlich mit einem digitalen Produkt etwas schwierig, weil die Person erstmal nicht vor dir sitzt, so im Gespräch, so auf Messen und so, da kann man viel erklären, aber so, dann kriegst du dann so eine E-Mail mit, guck mal, das wäre doch toll, und dann musst du natürlich erstmal irgendwie ganz klein anfangen und erklären, ja, super Idee, aber, und zum Beispiel war uns dann ja auch wichtig, oder dir war das ja auch wichtig, dass natürlich erstmal so auch die Verschlüsselung funktioniert und so Sachen, weil das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, dann auch mit Daten, und dann kommen die schönen ganzen lustigen Features, auf die man Bock hat, die müssen dann erstmal warten, bis sozusagen die Infrastruktur solide ist, und ich glaube, da sind wir jetzt, und dann entwickeln wir das weiter, und wir sind auch gespannt, also es ist ein cooles klar, Projekt. Ja klar, wir sind ja in der ersten Ausbaustufe. Ja. Da wird sich immer wieder was ergeben, ich bin mir sicher, sonst hätten wir es nicht ausgerufen, das Projekt, dass wir Erfolg haben werden. Klar brauchen wir als Karawanen oder auch Knaus Campingparks, die uns die Möglichkeit überhaupt geben, uns da auszutoben. Das muss man auch mal sagen, das muss ja auch finanziert werden. Auf jeden werden. Fall, und vor allem mal den Platz zu kriegen, in eine neue Idee einzutauchen und nämlich schön zu stehen. Wir werden es auch nicht für 3,50 Euro ermöglichen können, aber dafür steht man schön mit der Infrastruktur auf schönen Plätzen und die haben wir wirklich überall. Das sind ganz tolle Locations und wir werden natürlich im nächsten Schritt dann auch versuchen, 25 die App für Knaus Campingparks zu ermöglichen, dass quasi dann der nächste Step so ist, dass alle Camper sich dort treffen können und das auch unabhängig davon, ob man jetzt in Karawanien mal war oder nicht oder bei Knaus Campingparks, dass man wirklich eine Plattform hat für uns, wo wir teilen, wo wir eine News-Section haben, wo wir unsere Camper-Treffen einstellen können, auch wenn die, wie gesagt, nicht bei uns sind im weitesten Sinne. Aber da wird sich einiges tun, also wartet mal ab, da gibt es viele, viele Schritte, die wir noch vorhaben. Ja. Aber wichtig ist, dass wir jetzt mal an den Start gehen. Ja. Ich sehe schon noch viele Voicemails vom Tobi kommen auf uns zu. Ja, das Thema ist, glaube ich, jetzt schon mal gegessen für einen Start. Aber war klar, du hattest noch das Pech, an Weihnachten wart ihr in Deutschland unterwegs, ihr sitzt ja eigentlich in Oslo, sitzt in Anführungszeichen, wohnt in Oslo.
Da hattest du ganz schlechtes Netz auch noch vor Ort, gell? Ja, hier und da auf jeden Fall. Ja, in Deutschland halt. Deutschland halt, genau. Das ist jetzt glücklicherweise ausgerüstet mit Satelliteninternet und das ist hilfreich auf jeden Fall. Aber ich freue mich, weil je mehr Leute reisen, je mehr Leute das benutzen, umso mehr Ideen und Feedback kommt auch und dann fängt das Ding an richtig zu leben und das macht immer sehr viel Spaß, sowas genau, zu sehen. Genau, so sieht's aus. Ja. Der genaue Zeitplan der Eröffnung der Plätze werde ich nächste Woche in einem Video raushauen. Also das seht ihr jetzt hier zeitgleich, wie die Messe in Hamburg läuft. Sprich, also ich glaube Samstagnachmittag wird das Video, das wir jetzt aufzeichnen, rausgehen. Dann könnt ihr gerne noch natürlich bis Sonntag auf die Messe kommen. Ihr seid dann auch in München. Sind wir? Früh, genau. Da sehen direkt wir uns wieder. Ja. Die ganze Familie zieht immer einmal um. Richtig. Das ist schon nett. Das stimmt, ja. Das ist schon wie Familie wiedersehen. Das ist schon echt cool. Sind ja auch sehr nette Leute alles. Ja. Ist natürlich im Sommer, wenn keine Messen sind, echt so, dass man teilweise sagt, oh, ich freue mich schon auf die nächste Messe, weil dann sieht man die Leute auch abrupt dann mal 4 Monate gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Da hat man schon so ein bisschen Kontakt. Sehnsucht. Ja, ja, auf jeden Fall. Das geht uns auch so. Schon ein bisschen Family auch, mit der man so rumreist. Ja. Fall. Aber nur so lebt es. Also wir leben das nicht anders. Für uns ist das natürlich auch ein Geschäftsmodell, weil wir alle irgendwo abreißen müssen. Ja. Aber wenn wir die Leidenschaft nicht alle hätten, und da verbürge ich mich für alle, die ich immer vor der Kamera habe, weil Leute, die keine Leidenschaft haben, filme ich gar nicht. Okay. Ja. Das ist so. Und deswegen uncut und authentisch den Menschen vorstellen, auch wenn es mal ein eher, ich zeige euch mal eine eigenartige Location ist, wie hier, wo noch ein bisschen Lager ist. Aber es geht um die Menschen, es geht um die Stories, das, was sie erleben und was das Ganze lebenswert und liebenswert macht. Ja, ja, es ist ja viel Arbeit und es ist ja auch, oft, wenn man mit Leuten spricht, die in dem gleichen Bereich arbeiten wie wir, viele kommen ja gar nicht mehr dazu, so richtig zu campen. Ja. Das heißt, wir leben und arbeiten alle für eine Leidenschaft, die wir gar nicht mehr so richtig... Teilweise ja. 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 Und dann muss man das schon mögen. Ja. Weil es einfach sehr, sehr... Also es kostet ja auch ein bisschen was, aber es macht auch unheimlich viel Spaß. Und ich meine, wir campen ja immer auf... Messeparkplätzen einfach. Wir haben sie ja schon, aber auch irgendwie spooky, ist mein Lieblingsplatz 24 und relativ cool, weil wer parkt schon am Parkplatz vom Fleischmarkt, das Großmarkt Hamburg, oder du bist direkt in St. Pauli, wenn du aus dem Auto rausgehst, neben am Kiez. Andererseits stehst du dann auf der Messe Stuttgart wie gefangen hinter Gittern vor dem Kiez 32 unten, also vor der Halle. Ja. Aber das sind auch gewisse Privilegien, die wir natürlich auch schätzen und genießen, was das für uns abwechslungsreich macht. Ja, alles seinen Charme auf jeden Fall. Ja, eben, genau. Ja. Also das ist wirklich toll. Genauso wie gesagt, die Positionierung hier über der Halle. Aber ich glaube, wir haben einen guten Spot gewählt. Wir wollten jetzt eintauchen mit euch in der Halle, aber ich denke, wir lassen das jetzt auf diesen ruhigen Unterton, damit man uns hoffentlich gut versteht hier oben. Ja. Aber ich denke, das sollte gut klappen mit den Mikros. Ja. Haben wir noch was ganz Wichtiges? Wie gesagt, wir haben die Termine, wir haben die App, Camping-App EU, unten bitte gucken, machen. In der Videobeschreibung sind natürlich sämtliche Internetadressen drin. Und es freut mich echt, dass wir uns getroffen haben. Ich werde es nicht uns vergessen, auch. In Rendsburg. Und jetzt kriegen wir echt hier was ganz Geschmeidiges auf die Reihe. Besucht uns mal, das freuen wir uns, egal wo, ob es in Oslo ist, in Norwegen, Finnland, wo ihr verstärkt zu Hause seid. Aber ihr seid, die Frage war gerade unten, von Gästen in ganz Europa vertreten. Sind wir, genau. Ja, mit der App, klar. Mit ganz natürlich. Europa und sogar Marokko. Ja, Marokko startet auch durch, gell? Ja, wir hatten da Nutzer, die kennen sich da gut aus und haben uns viele Infos geliefert. Und jetzt fahren auch immer mehr Leute hin. Tommy und Luisa zum Beispiel ja jetzt auch demnächst und so. Stimmt, ich glaube, das ist schon ein sehr spannendes Land. Würden wir auch gerne mal machen, aber wir schaffen es zwischen den Messen einfach nicht zeitlich. Das ist dann doch sehr weit. Also da braucht man schon Zeit. Jetzt am Schluss noch ein blöder Witz. Wie habt ihr es geschafft? 400.000 Plätze. Wie viele Plätze sind bei 40. euch? 42.000, 400.000 User oder wie war das? Über 500.000, ja. Jetzt im Winter, ja. Und jetzt habt ihr noch 20 mit Karawane dazu bekommen. Ist ja geil. Ja, genau. Ich habe die Tür erfunden. Bevor die Frage kommt. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das sind haben unsere Running Gags. Wir blühen natürlich ein bisschen rum. Und lassen wir alles mal so stehen. Genau. Aber ihr macht es wie lange? 8 Jahre jetzt ungefähr. Da können wir beide Geburtstag feiern. Ich 8 Jahre Camping YouTube. Ist auch schon eine lange Zeit. Kommt immer länger vor. Hast du YouTube erfunden vor 8 Jahren? Ja, eben. Die Camping-Apps erfunden. Ich damals noch da gesessen in Silicon Valley und da YouTube. Genau. Also es ist kein Titel für die Sendung, es war absoluter Blödsinn. Ja. Und wir wünschen euch was. Kommt gut an, wo immer ihr hin wollt. Seid tolerant.
das brauchen wir in den Zeiten. Und habt euch alle lieb, oder? Ja, ja. Das ist der beste Weg, nur unterschreiben. Auf jeden Fall. Ja. Hört sich an wie eine Floskel, aber es stimmt aber. Es stimmt aber. Ja. Es nur, geht so geht's. Nur so geht's. Ich spende Applaus, kann ich aber nicht. Ich habe das Gimbal an der Hand. Vielen Dank an Jenny und Lukas. Wobei, man sagt Jenny. Man sagt Jenny. Nicht Jenny, weil Nein. schreibt man wie Jenny? Ja, in Skandinavien ist es tatsächlich auch, wird Jenny ausgesprochen. Das ist ja da die Variante. Die Geschichte, warum ich so heiße, ist eine andere, aber letztendlich sind meine Eltern ja dran schuld. Ich heiße einfach Jenny. Ja, aber muss mal klargestellt werden. Ja, ja, das ist. Manu. Ich weiß das auch zu schätzen, dass du das bemerkt hast. Ja, siehst du mal. Ist aufmerksam, Tobi. Ich mich auch. Also, macht's gut. Jetzt geht los. Wir hören schon Peter Dräger im Wenzelwens Wohnzimmer, besucht uns in Hamburg. Alles Gute, ciao von dieser etwas eigenartigen Area. Ciao. Ciao, Dankeschön.